Deutschlands schönste Insel der Nordsee, Helgoland, steht in diesen Tagen erneut im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Die roten Felsen des einstigen Juwels der deutschen Bucht sind geborsten. Die Insel ist menschenleer, ihre Oberfläche gleicht einer Kraterlandschaft. Unterland und Düne veranschaulichen die Verwandlung Helgolands in eine Toteninsel. Der Protest des konservativen Abgeordneten Professor Savery im britischen Unterhaus gegen die weitere Bombardierung der Insel war eine menschliche, eine gute Botschaft. Die Bombardierung Helgolands wurde vorerst eingestellt.